Filmszenen gedreht in der Prignitz. Abgesehen vom Schwarz-Weiß-Effekt ist alles genau so, wie es tatsächlich in und um Netzow aussieht. Nach langer Suche wurde Netzow zum idealen Schauplatz für einen Film, der heute deutschlandweit Premiere hat. Das Weiße Band von Michael Haneke. Der hat die Goldene Palme bereits in der Tasche und könnte sogar noch einen Oscar bekommen. Und mit ihr die Kulisse, in der ganz real 120 Brandenburger wohnen. 1913 ein Dorf im Deutschen Reich. 2008 dasselbe Dorf in der Prignitz. Eine Filmkulisse, gerade so wie ein Filmteam sie sich wünscht. Doch eigentlich hatte Netzow in jenem Jahr gerade die Sanierung seiner maroden Hauptstraße begonnen. Als dann die Filmleute kamen und gesagt haben, wir wollen im Sommer in der Hauptbauzeit hier einen Film drehen, waren wir nicht begeistert. Nee. Anwohner, Filmleute und Bauamtsleiter berieten sich in einer Dorfversammlung. Eine Lösung sollte her. Man hat sich dann eigentlich doch relativ gut oder schnell geeinigt. Die Straßenbauarbeiten wurden bis zur Hälfte schon vorgeführt, also vollzogen. Dann wurde die Dorfstraße eben halt glatt gemacht, damit sie dann eben so das Bild hat wie 1913, also als Dorfstraße. Und nach den Filmarbeiten wurde dann die Maßnahme weitergeführt. Regisseur Michael Haneke, Schauspieler und Filmteam blieben den ganzen Sommer. Diese Kulisse hier mit den grünen Fenstern, die waren eingearbeitet drüben in der Dorfschule. Da war diese alte Dorfschule eben halt, wie sie zu der damaligen Zeit war, von außen eben halt, ich sag mal, verkleidet. Und da waren diese grünen Jalousien vor, verkleidet mit diesem Fachwerk und eben halt mit der Tür. Und das ist eben halt so eine Sache, wo man sich dann eben halt immer noch mal dran erinnert. Fotos von den Dreharbeiten. Es waren einige Netzower, die haben als Komparsen mitgespielt, bei den Szenen zum Beispiel auf dem Feld, wo gemäht wurde. Also eine schöne Erinnerung war auch hier, wir hatten hier in der Scheune, hatten wir zum Abschluss der Dreharbeiten oder kurz vor Schluss der Dreharbeiten, hatten wir nochmal ein schönes Scheunenfest, an dem die ganze Filmcrew teilgenommen hat, Teil der Schauspieler teilgenommen hat. Und wir haben dazu draußen gegrillt, hatten draußen Tische und Bänke hier, wir hatten Musik dazu und es war für alle ein recht schöner Abend, der auch sich sehr lange hinzog. Die Offenheit der Netzower Dorfgemeinde war für die Produktionsfirma ein Idealfall. So ein Dorfbewohner auf dem flachen Land, die können auch ganz zickig sein. Ja? Die können auch sagen, nee, Lärmbelästigung, nein, meine Straße wird nicht gesperrt, nein. Ich will hier nicht ein paar hundert irre Leute vom Film haben, den ganzen Sommer lang. Nee, die haben sich gefreut und haben mit uns gefeiert und haben es möglich gemacht, dass wir hier drehen konnten. Heute ist die Netzower Hauptstraße saniert und auch der Bauamtsleiter wieder besänftigt. Wir haben sehr sachlich miteinander gesprochen. Wir haben einen gemeinsamen Weg gefunden mit dem Baubetrieb und, ich sag mal, den Netzowern. Und dann, ja, ging's. War eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Filmleuten, muss man sagen. Hat Spaß gemacht. Großes Kino aus dem kleinen Netzow, Gemeinde Plattenburg, Landkreis Prignitz. Ein Film, der jetzt schon als deutsche Oscar-Hoffnung gilt.